Hallo und einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland, Österreich, Schweiz, wo auch immer du zuschaust. Kalimera, good morning. Ich habe mich hier am Mackenzie Beach mal an ein stilles Örtchen ein bisschen zurückgezogen. Ich zeig dir mal, wo ich hier hocke. Im Meer war ich eben auch schon und hier siehst du auch schon die ersten Liegen, die sind hier schon aufeinander gestapelt und werden schon ja abtransportiert. Also im Winter schaut es hier ganz anders aus. Keine Liegen, keine Sonnenschirme, weil ja keine Touristen natürlich hier sind. Und die Saison, wir haben ja jetzt Ende September schon, die geht hier auch auf Zypern so langsam schon zu Ende. Deshalb werden hier schon so die ersten Liegen und Sonnenschirme auch schon abgebaut und ja, das geht so bis Ende Oktober. Ende Oktober, Anfang November. Dann ist hier am Mackenzie Beach nur noch Sand zu sehen. Sand, Meer und Einheimische. Und ein paar Auswanderer, so wie wir. Genau. Und ich habe ja mitbekommen, in Deutschland, Österreich, Schweiz ist es schon knackig kühl geworden, sag ich mal. Da sind die ersten Öfen schon an. Also wenn wir in Deutschland wären, ich komme ja ursprünglich aus dem Saarland, da wäre sicherlich der Ofen auch schon bei uns an, offener Kamin. Weil ich doch, ja, einfach mein Körper liebt Wärme. Das Wasser hat hier, glaube ich, noch so um die 26 oder 28 Grad. Also es ist herrlich, morgens so ins Meer zu hüpfen, am Strand eine Runde zu laufen und dann noch einen Cypress-Coffee zu trinken oder einen Tee und dann mal, ja, so langsam in den Tag starten. Wir sind ja auch hier auf Zypern eine Stunde vor noch im Vergleich zu Deutschland und das liebe ich einfach. Ich mache morgens seltenst Termine vor 10, meist erst um 11 Uhr, deutsche Zeit. Das heißt, hier ist es dann schon 12 Uhr. Und ich habe so den ganzen Vormittag für mich zur Verfügung. Genau. Mir ist heute Morgen, ich habe es gestern oder die Tage auch schon mal in einem anderen Live erzählt, in einem anderen Video. Wir waren ja jetzt 2 Wochen unterwegs, unter anderem in Italien. Und wenn ich dir das jetzt erzähle, ich möchte weder Italien noch Deutschland noch sonst irgendetwas schlecht reden oder so. Aber ich habe gemerkt, wie mein System so rein energetisch, ich hoffe, ich kann das so ein bisschen hier in richtige Worte fassen, damit es rüberkommt, wie sich das so energetisch zusammengezogen hat. Also ich habe früher in Deutschland so im Winter, selbst wenn wir den Ofen anhatten, wenn wir das Kamin anhatten, gesagt, ich habe zwar körperlich gesehen von der Temperatur her nicht kalt, aber innerlich friere ich irgendwie. Ich kann es nicht in andere Worte fassen. Ich hoffe, es kommt irgendwie rüber. Und das habe ich jetzt auch in Italien nochmal gemerkt. Wir hatten gerade noch das Zeitfenster, bevor in Italien es richtig kühl wurde jetzt auch und Regen angefangen hat. Noch wunderschöne sonnige Tage. Abends war es zwar kalt, also draußen sitzen, nur mit dickem Mantel, den ich nicht dabei hatte natürlich, war nicht. Ab so einer gewissen Uhrzeit war es dann doch gut, wenn man drin sitzen konnte. Und ich habe einfach gemerkt, wie das System, so mein Körpersystem, sich so zusammengezogen hat. Und als wir dann hier wieder auf Zypern gelandet sind, wow, da ging das System irgendwie wieder auf. Und jetzt bringe ich dir mein Beispiel dazu, dass solche Wahrnehmungen von deinem Körperempfinden her, dass das alles auch in uns angelegt ist, wo der Körper sich wohlfühlt und wo er sich nicht wohlfühlt. Das hat man nur nie in uns gefördert oder gestärkt oder mit uns darüber gesprochen oder uns ermutigt, dieser Wahrnehmung auch ja, zu folgen, ihr zu vertrauen, also uns selbst zu vertrauen. Es hat ganz viel mit Selbstvertrauen da auch zu tun. Und zwar, weil ich heute Morgen hier eine Bekannte getroffen hatte, die hat mir so was Ähnliches erzählt. In der Richtung, deshalb ist mir so die Geschichte von mir nochmal eingefallen, von der Familie, die ich mal, als ich noch klassische Räumlichkeiten hatte, die Mama von 2 Kindern ist regelmäßig zu mir gekommen in die Praxis
für Behandlungen und Training und so weiter. Und die waren in Urlaub und mit einer bekannten Familie. Und dann sind die Zimmer zugewiesen worden. Und die Kinder, ihre Kinder, wollten einfach nicht in dieses Zimmer rein, in dieses Hotelzimmer rein. Das klingt jetzt alles ein bisschen spooky. Die Mama kannte so ein bisschen ein paar energetische Hintergründe und hat dann auch so nicht die Kinder zwanghaft in das Zimmer da reingeschickt, sondern hat dann halt auch gefragt, ist noch ein anderes Zimmer vielleicht frei, können wir wechseln? Hat natürlich ihre Gedanken, die sie dazu hatte, dass da wohl Energien am Berg sind in diesem Zimmer. Klingt ein bisschen spooky, ich weiß, aber ich glaube, du kannst was damit anfangen, sonst wärst du nicht hier in meinem Dunstkreis und würdest hier so meinen Worten lauschen. Und wir haben tatsächlich dann auch ein anderes Zimmer bekommen und dann war auch alles fein, auch für die Kinder. Und da, dieses Beispiel, das zeigt einfach, wie sehr feinfühlig Kinder sind und genau wissen, wo sie hinwollen und wo sie sich nicht wohlfühlen. Und das sind Dinge, die auch in dir angelegt sind. Nur, Beispiel von mir eben, jetzt als Erwachsene, und dieses Beispiel von dieser Familie, wo die Mama dann, ja, genialerweise den Kindern jetzt nicht gesagt hat, stellt euch nicht so an, jetzt kommt, das ist hier unser Zimmer, da sind wir jetzt für die nächsten 3 Wochen, sondern tatsächlich nach einem anderen Zimmer gefragt hat. Und sowas Ähnliches hatte eine Bekannte mir heute Morgen, die ich zufällig getroffen habe. Zufällig, es gibt keine Zufälle. Der Sinn dahinter steckt wohl, dass ich mit dir das hier teile, um dich zu ermutigen, deiner Intuition zu vertrauen. Dieser tiefen, leisen Stimme, die in dir ist, die meist über Gefühle mit dir spricht, dieser auch zu folgen und dieser auch zu lauschen. Und das sind, wie gesagt, Dinge, die man uns nirgendwo beigebracht hat, weder im Elternhaus, noch in der Schule, noch in irgendwelchen Ausbildungen. Das sind alles Dinge, die ich mir für mich im Laufe meiner Jahre auch nochmal selbst im wahrsten Sinne des Wortes zurückerobert habe. Und dazu möchte ich dich einfach ermutigen, wie viel mehr kannst du deiner Intuition vertrauen? Die Seele, dein Higher Self, dein höheres Selbst, das Universum, Gott, dein Schutzengel, ganz gleich welchen Namen wir dieser Energie geben, die sprechen immer in Form, wir haben so eine leise Sprache, die sprechen immer in Form von Gefühlen mit uns. Das ist so eine ganz leise Sprache. Und ich kann mir gut vorstellen, du hast schon länger das Gefühl, dass irgendwo in deinem Leben mehr möglich sein muss noch als das, was du bis eben lebst. Vielleicht ist das Gefühl sogar verstärkt worden die letzten 2,5 Jahre, wo wir irgendwie so eine besondere Situation da draußen haben, wo man sich dran beteiligen kann, sage ich jetzt mal überzogen gesagt, oder externe Themen nicht zu eigenen Themen machen muss. Ja, und hast vielleicht auch schon die ein oder andere Idee, was du anders machen könntest in deinem Leben, aber dir fehlt der Mut, dir fehlt die Klarheit, dir fehlt die Zuversicht, dir fehlt das Vertrauen auch in dich selbst, ins Leben, ins Universum, dass das dann auch wirklich das Richtige ist, deiner inneren Stimme da zu folgen. Und das ist auch so das Ding dabei, wie du es dir einfacher machen kannst, indem du dich wirklich begleiten lässt. Also das Wichtigste, was ich in meinem Leben die letzten Jahre hatte und auch bislang habe und wahrscheinlich auch immer haben werde, sind Menschen an meiner Seite, die so einen entscheidenden Schritt weiter sind als ich. Die wechseln natürlich im Laufe der Jahre, da haben gewechselt. Nur die können mir ja so den Weg zeigen, wie auch ich mich weiterentwickeln kann, weil alles andere, Stillstand, da stehen zu bleiben, wo man gerade steht, ist völlig gegen die Evolution.
wenn du dir die Natur anschaust, ist immer Weiterentwicklung, ist immer, ja, Weiterentwicklung einfach angesagt. Und das ist auch der wahre Grund, warum wir hier sind. Wir wollten immer dazulernen, wir wollten uns immer weiterentwickeln, wir wollten die Welt entdecken, wir wollten neue Dinge kreieren und erschaffen und. Nur das System, in das wir uns sicherlich bewusst entschieden haben, hinein zu inkarnieren, hat uns das nie gelehrt. So. Und jetzt kann man das erkennen und kann natürlich halt sagen, okay, das ist halt so. Das Leben ist halt so und ich missachte weiterhin so das Gefühl in mir, dass irgendwie noch mehr in meinem Leben möglich sein muss. Oder, wie ich das irgendwann mal gemacht habe, gesagt habe, okay, das Leben ist viel zu wertvoll und viel zu schade, um weiter an mir vorbeiziehen zu lassen. Ich will jetzt in das freie Leben starten, nicht nur ich, sondern mit meinem Schatz, mit der Familie, mit den Kindern, das ich mir einfach so aus tiefstem Herzen wünsche. Und was da mir bei geholfen hat, ja, bis heute Menschen an meiner Seite, die so einen entscheidenden Schritt weiter sind als ich, die mir den Weg da zeigen können. Und das ist genau das, wo ich dich begleiten kann. Deshalb ist die Irmgard Anna Bonder Akademie entstanden mit unterschiedlichen Mentoring-Programmen, die aber auch immer auf dich abgestimmt werden, wo wir dich da abholen, wo du gerade stehst und dabei begleiten, das Ganze natürlich umzusetzen, damit auch du in dem freien Leben ankommst und vielleicht auch mal, wie ich hier, so einen Ausblick hast auf wunderschön karibisch-blaues Meer und dein ganzes System sich einfach rundum wohlfühlt und du dich zurücklehnen kannst und sagst, ja, danke, liebes Leben. Danke, dass ich diesen Weg gegangen bin. Danke, dass ich da noch angekommen bin, wo ich eigentlich hin wollte. Und ja, noch die Dinge auch tagsüber mache, die mir wirklich Freude machen. Weil letzten Endes ist das auch so ein tiefer Glaubenssatz. Ich kann nur mit dem, was halt alle machen, mir meinen Lebensunterhalt verdienen und Geld verdienen. Die andere Wahrheit ist, dass du genau mit dem, warum du hierher gekommen bist, mit deinem Potenzial, mit deiner Kreativität, mit deiner Einzigartigkeit, weil es gibt dich definitiv nur ein einziges Mal auf diesem Planeten her. Das heißt, du trägst ein ganz einzigartiges Wissen ja auch in dir. Damit kannst du definitiv dir dein Leben so gestalten, auch mit der Geldenergie, die es dazu braucht, um so zu leben, wie du es wirklich möchtest. Du musst dich mit nichts arrangieren. Du musst dich wirklich mit nichts arrangieren oder auch denken, wenn du das nicht möchtest, ja, so die nächsten paar Jahre kriege ich jetzt irgendwie noch rum und dann fange ich an zu leben. Das Leben findet jetzt statt. Das ist etwas, was ich mir auch irgendwann mal gesagt habe. Vor allem, als ich mich dazu entschieden hatte, so nach 30 Jahren tatsächlich die Kündigung freiwillig im öffentlichen Dienst einzureichen und da zu gehen und zu sagen, jetzt starte ich dort in das Leben, wo wirklich die Reise hingeht. Genau. Also, kleine Ermutigung, wie viel mehr kannst du dir selbst vertrauen, deiner Intuition, den Gedanken, den Gefühlen in dir, dass irgendwie noch mehr möglich sein muss in deinem Leben, als du es bis eben für möglich hältst. Und deinen Träumen zu folgen und ja, dich dabei gerne auch begleiten zu lassen. Du findest hier im Futures-Bereich irgendwo in der Nähe von diesem Video hier auch die Homepage irmgard-bronder.de/begleitung. Klick da drauf, schau dir die verschiedenen Möglichkeiten an. Entscheide dich dafür, entscheide dich, für dein Herz, für dein freies Leben, für die Sonne in deinem Herzen. Und wenn du unsicher bist, du findest da auch die Möglichkeit, dir ein kostenfreies Gespräch zu buchen, wo wir dann einfach mal gemeinsam schauen, wo stehst du, wo möchtest du hin und was ist in der Akademie die hilfreichste Begleitung für dich. Und jetzt wird es ja gleich laut, hier landet gerade ein Flieger. Zeige ich dir mal, weil ich sitze ja auch in der Nähe vom Flughafen. Und bevor es ganz laut wird, sage ich einfach mal, ciao, ciao.